Elias Stefanescu für GMP1TV. Wir sind bei der Cagefight Series Nummer 8. Die beiden Veranstalter an meiner Seite, die Attle Bros. Und ja, wirklich wieder eine fulminante Veranstaltung. Von oben nach unten heftige Kämpfe, besonders am Ende der Hauptkampf des Abends. Ich glaube, den wollten die meisten Fans sowieso sehen. Nando Gelmino, sein Abschiedskampf. Rico Rodriguez, sein Abschiedskampf um den Titel. Ja, vielleicht nochmal euer Resümee wird mich interessieren. Wie habt ihr die ganze Nacht vernommen? Ich fange bei dir an und gebe es dann gerne weiter. Für uns natürlich schwer zu genießen, die Veranstaltung, weil wir jetzt immer im Hintergrund arbeiten. Aber das Feedback war durchwegs positiv. Alle waren begeistert. Es war für uns Backstage ein komplett flüssiger Ablauf. Es war das Team, das wir seit 10 Jahren haben. Also die Oldschool-Jungs waren alle dabei. Und so haben wir null Problem gehabt. Und im Vorfeld waren wir schon so organisiert, dass wir heute relativ stressfrei waren. Ja. Das hört sich doch gut an. Vielleicht nochmal was hinzufügen von dir? Ja, es war einer der wenigen Veranstaltungen, die eigentlich vom Ablauf, vom Organisatorischen her, wo nahezu alles gepasst hat. Also aus meiner Sicht jetzt so, weil ich sehr kritisch immer sehe. Bei den Kämpfen, ja, es waren einige gute Fights dabei, aber das ist ja immer so, einige nicht so gute Fights und ein paar mittelmäßige, ein paar Überraschungen hat es gegeben. Und ja, natürlich tut es uns weh, dass der Nando verloren hat. Wir hätten ihn gerne in der Siegerposition gesehen, wirklich gerne. Für den Rico ist es so, dass der hat schon so viel Match, für ihn wäre es jetzt nicht so wichtig gewesen, glaube ich, wie für Nando. Wobei, so ist es heute, halt. Rico war richtig stark und ich finde, er war stark eingestellt. Also wir haben natürlich einen Gameplan uns zurechtgelegt und mit der Erfahrung, also der arbeitet halt wie eine Maschine, gell? Er kann das umsetzen. Wie schwierig ist es vielleicht auch für euch? Ihr seid ja involviert mit beiden Kämpfern sozusagen, kennt sie auch schon sehr, sehr lange. Ihr wart in der Ecke von Rico, kennt eben Nando auch sehr, sehr gut. Wie schwierig ist das vielleicht eben, einen Freund auf einen Freund sozusagen einzustellen? Eigentlich war es gar nicht so schwierig, weil der Rico so erstens einmal so entspannt ist vor dem Kampf und so erfahren ist, dass man mit ihm so super arbeiten kann. Und der Gameplan war eigentlich, dass er noch hinten raus stärker wird, der Rico. Und er einfach mitarbeitet. Man hat es gesehen, dass er im Gitter hat er sich drehen lassen, hat nicht mit krampfhaft dagegen gehalten und hat null Energieverschwendung gehabt. Und er ist nach hinten jetzt immer stärker geworden und er hat auch gewusst, dass der Nando jetzt dann die Muskulatur natürlich mitschleppen muss bis zur letzten Runde. Und ja, im Endeffekt, beim Rico war es rein die Erfahrung. Rein die Erfahrung und die Ökonomie im Kampf. Hat den Nando auch überrascht mit diesem Front-Naked-Choke. Wir haben vorhin im Interview nochmal gesprochen, also der eine oder andere kannte die Aktion gar nicht. Rico hat uns nochmal erzählt, dass das in Japan auch schon mal einen Kampf damit beendet hat. Richtig, cool. Das war das letzte Mal vor 20 Jahren. Das ist eigentlich eine Technik, wo jeder Grappler sagt, das ist keine Technik. Jeder erfahrene BJJ-Mann sagt, das ist keine Technik. Aber wenn du hinten die Hooks drinnen hast, und der mit seinem ganzen Gewicht auf deinem Oberkörper liegt und der zieht dir immer weiter zu, du atmest aus und er wird enger und das ist eigentlich die Brust im Gesicht und du kannst nicht mehr atmen. Es ist eigentlich auch ein Panic Joke, sage ich jetzt einmal, weil am Nacken mag es schon ein bisschen wehtun, aber normal nicht. Aber ja, im Schwergewicht sind natürlich solche Sachen, die funktionieren. Also in den leichteren Gewichtsklassen funktioniert sowas eh nicht, aber im Schwergewicht funktioniert vieles, gell? Ja, René Wollinger hat sich auch den Titel geholt, jetzt das Rematch sozusagen gegen Pascal Kloser, auch wieder ein bisschen fulminant hin und her. Kloser sagt am Ende, er würde gerne ein Rematch haben, war nicht zufrieden mit dem Abbruch. Wollinger hingegen sagte, muss nicht unbedingt sein. Wie zufrieden seid ihr vielleicht allgemein jetzt nicht nur mit Wollinger, sondern ihr habt ja sehr, sehr viele von euren Leuten hier starten lassen. Der Großteil hat natürlich wieder Siege geholt. Wie zufrieden ist man da? Also ich sage jetzt mal den drei Newcomern, Mario Kainz und Florian Aberger und Bogdan, sind wir sehr zufrieden. Sie haben, eigentlich war es wie eine Fernsteuerung draußen, wie bei dem Film Real Steel. Also draußen gesagt, nächste Sekunde ist es passiert. Für uns war es eigentlich ein Traumkampf aus der Ecke. Und auf alle drei sind wir extrem stolz. Der Wallitz hat den Titel wieder geholt, der alte Veteran, Gott sei Dank. Das freut mich auch von ganzem Herzen. Und wie der Gerhard schon gesagt hat, das will ich noch anmerken, beim Nando hätte ich auch gern gehabt, also von Herzen, dass er den letzten Kampf gewinnt, den Abgang. Es wäre für ihn mal eine tolle Erinnerung gewesen, den Gürtel noch mitzunehmen, aber leider, ja, sehr schade. Wir freuen uns für den Rico auch, aber ja, so ist der Sport.
Ja, es ist natürlich immer so eine Sache. Also natürlich, leider hat es beim Hans nicht geklappt. Er hat leider den Anfang verschlafen, meiner Meinung nach. Und wir haben natürlich gewusst, welch starker Ringer der iranisch-abstämmige HTF ist. Ja. Und wir haben gewusst, dass das jetzt dann so unter uns gesagt, unter uns allen gesagt, dass das eigentlich genau das ist, was er kann. Ansonsten braucht man, glaube ich, nicht so viel aufpassen, weil so Knockout-Qualität hat er eher nicht so, Submission-Qualitäten eher auch nicht so, aber er schmeißt zu Boden, Ground and Pound, haut drauf. Also Cain Velasquez nochmal und das ist so, und er ist damit durchgekommen, also Respekt, ja. Dann vielleicht noch allgemein über den Abend. Ihr habt sehr viele Videoeinspieler gemacht. Das war besonders für die Zuschauer, denke ich mal, sehr, sehr sinnvoll. Auch für die neuen Zuschauer, die nicht so viel Bescheid wissen. Auch nochmal am Ende die Kampfanalyse. War das vorher so geplant und seid ihr zufrieden mit dem? Habt ihr ein Resümee bekommen, wie das Ganze angekommen ist? Das Ziel war jetzt das wirkliche Ziel für die Veranstaltung, dass wir die Leute mehr informieren. Was haben die Kämpfer für einen Background? Was ist gerade passiert beim Kampf? Warum ist abgebrochen worden? Oft verstehen die Leute nicht, was ein Triangle Choke ist. Das ist die Wahrheit. Und das hat natürlich jetzt, haben auch die Leute durchwegs gesagt, dass sie jetzt eigentlich viel mehr verstanden haben vom Background und was überhaupt da passiert gerade drinnen und warum überhaupt abgeklopft wird oder der Referee abbricht. Es war sehr gewollt eigentlich, sage ich mal jetzt. Ja, und das ist etwas, was uns bis auf die UFC und auf die KSW oder was niemand nachmachen wird. Das kann sich niemand leisten. Weil wir haben 54 Trailer gehabt, die geschnitten waren, aufeinander abgestimmt waren. Das kostet jemand 50.000 Euro pro Nacht, sowas zu schneiden, sowas zu machen. Wenn du nicht Leute hast, die im eigenen Team sind und sowas produzieren können. Und ich glaube, das macht einfach die Cagefight Series aus von Anfang an. Entertainment, die Leute wollen unterhalten werden. Und die starken Prüglerei, da kannst du auf jeden Newcomer eine Gala kommen und da sind die besten Kämpfe, ist eh ganz klar. Aber das, diese Atmosphäre und dieses Gefühl, das ich glaube, beim Inszenieren sind wir wirklich die Meister, gell? Ja, eine rundum gelungene Veranstaltung können wir von unserer Seite nur so wiedergeben. Schließen wir die damit ab, gehen wir direkt in die Zukunft. Ihr habt ja schon verraten, ihr wollt in ungefähr einem Jahr wieder zurückkommen mit den nächsten Veranstaltungen. Könnt ihr uns dazu schon was verraten? Der Plan wäre, jährlich zu machen. Wäre natürlich ideal. So wie wir es früher gehabt haben. Aber wir haben sehr viel Arbeit und wir haben einige Projekte am Laufen. Und es ist natürlich schwierig, weil sowas nimmt 8 Wochen Zeit in Anspruch. Die ganze Planung und der ganze Ablauf. Und du kannst nicht alles delegieren und nicht alles über die Angestellte suchen, weil das ist einfach nicht finanzierbar. In diesem UFC-Style, dass du lauter Mitarbeiter hast, die alles machen, das geht bei uns nicht. Wir legen selber Hand an. Unsere engen Leute legen selber Hand an und die ganzen Helfer und alles, die das ja ehrenamtlich zum Großteil machen oder eigentlich alle. Es geht leider nicht alle 2 Monate, gell? Ja, wir freuen uns dann umso mehr auf die nächste, natürlich. Abschließend will ich noch wissen, wie schaut das bei euch aus mit der Nationalmannschaft? Ihr seid ja allgemein, ich will schon sagen, rund um die Uhr immer beschäftigt, immer irgendwo seid ihr dabei. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Vielleicht wie viel Spaß bringt das auf der anderen Seite? Training gibt es ja sowieso noch bei euch, euer Nachwuchs kommt und so weiter. Vielleicht nochmal ein paar Worte dazu. Wir konzentrieren uns sehr auf den Amateursektor, weil wir glauben, dass das die Zukunft ist für den Sport, damit er auch gesellschaftsfähig wird. Und die IMAF, also der Amateur-Weltverband, der versucht ja, den MMA-Sport olympisch zu machen, jetzt dann auf Jahre gesehen. Und für uns sind die Vorbereitungen für die Europameisterschaften und Weltmeisterschaften eigentlich spannend für uns jetzt dann. Und da können wir eigentlich mit den Jungs, mit dem Nachwuchs, unser komplettes Hobby und unsere Leidenschaft komplett ausleben. Und ja, ich würde sagen, Vorbereitung haben wir dann so 8 bis 10 Wochen immer vor der Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Das ist für uns sehr spannend, ja. Macht Spaß. Und ja, weil wir denken, nur einfach Profi zu sein und dann irgendwo herumzufahren am Land, egal ob es jetzt Deutschland, Schweiz, Österreich ist, das bringt die Kämpfer eigentlich gar nichts. Weil sie kommen deswegen nicht in die UFC oder wo auch immer, wo sie hinwollen, weil es interessiert niemand, was am Land in Bayern oder wo auch immer stattfindet. Es interessiert niemand. Und
kein großer Matchmaker schaut sich das an. Wobei bei diesen Amateur-Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, die dann auch im Fight Pass übertragen werden, die Finalkämpfe, dort hast du dann eine richtige, du kannst du die Kämpfer dann richtig sozusagen präsentieren. Und wir sind der Meinung, wenn er dann einmal 15, 20 Profikämpfe, Amateurkämpfe hat und wenn er ein großes Turnier gewinnt, dann machen wir den Einstieg, weil dann hat er schon einen Namen und daran glauben wir und auf das werden wir hin jetzt weiter aufbauen. Die alten Jungs, die wir haben, unter Anführungszeichen alten Jungs, ja, die werden weiter natürlich ein paar Profikämpfe dort und da machen. Für die UFC wird es natürlich dann nahezu unmöglich. Es ist die Wahrheit. Aber da haben wir halt Ambitionen. Jetzt sind wir auch, jetzt, das ist das Neueste für die Europameisterschaft in Rumänien. Hängt jetzt vom deutschen Präsidium ab, der GEMAF. Aber wahrscheinlich werden wir die Nationalteam-Coach sein. Und wir werden wahrscheinlich, also wir, von unserer Seite steht das Angebot, die Deutschen müssen dann nachdenken. Wir werden alle 5 Gewichtsklassen finanzieren. Flüge plus Aufenthalt. Startgelder, die werden wir übernehmen für 5 Deutsche in die Gewichtsklassen und die Trials dazu, die deutschen Meisterschaften. Wir hoffen, dass ihr das dann auch unterstützt. Die ersten überall werden wir finanzieren und dorthin mitnehmen und ich glaube, so kennen wir Deutschland, weil das natürlich das zehnfache Potenzial von uns hat. So können wir uns gegenseitig helfen. Also wir werden natürlich eine österreichische Mannschaft haben und eine deutsche Mannschaft, aber wir kriegen das schon hin. Also wir sehen uns da eher gemeinsam können wir eigentlich einiges erreichen. Gell? Und vom Prinzip her sind wir jetzt dann, also wenn man aufs Boxen schaut jetzt dann, ist es ja ganz gleich. Du bist zuerst Amateur, wenn es gut bist, gewinnst du die Goldmedaille, danach bist du erst Profi, bist eigentlich schon Profi, weil du schon 30 Kämpfe hinter dir hast. Und das gleiche Prinzip gilt auch fürs MMA. Also klingt komplett logisch und ist sinnvoll. Wer fängt als Profiboxer an? Gar keiner. Du bist chancenlos. Und der Sport, der ist ja in einem wahnsinnig rasanten Tempo unterwegs. Und jetzt ist die Zeit, dass man sich auf den Amateursektor konzentrieren muss. Und wenn ein Kämpfer das schafft, sie unter, ich sage jetzt einmal, 36 Athleten, in einem Tournament, 5 Tage, jeden Tag einen Kampf, wenn er dort gewinnt, dann, das heißt schon was, das zeigt, dass er mit Schmerzen umgehen kann, dass er zäh ist, dass er technisch was drauf hat, weil das Level dort ist richtig stark schon, gell. Und sein Weightcut auch unter Kontrolle hat, weil du musst jeden Tag präzise bringen. Jeden Tag ist brutal. Gnadenlos. Also wir finden, das ist die richtige Schiene. Und von da aus werden wir dann, also jetzt Bogdan Grad und Florian Aberger, Mario Kainz. Natürlich wird es noch dauern, die werden jetzt noch ein Jahr als Amateur bleiben, aber danach steigen die natürlich schon mit 20 Kämpfen in die Profikarriere ein. Und dann, also es ist jetzt schon schwer, einen guten Amateur für die Jungs zu finden. Und dann natürlich, dann kämpfen die gegen Profis, die schon 10 Kämpfe haben. Und das ist natürlich ganz was anderes, gell? Man kann eigentlich dann die Amateurstatistik komplett auf Null stellen und dann bist du bei Profi auf Null und dann geht es erst los, eigentlich die Karriere. Und man muss halt nur aufpassen, dass man die Kämpfer nicht ausbrennt, dass man schon so viel Training hinter sich hat und so viel Kämpfe gemacht hat, dass sie nicht mehr hungrig und motiviert genug sind und die Hardware schon kaputt ist. Was die Schweden leider machen, sie, aber die werden staatlich gefördert. Die kriegen, die sind dort sowas wie staatliche Heeressportler. Die kriegen ihre, weiß ich nicht, 1500, 2000 Euro im Monat und der ist nur als Amateur unterwegs. Das geht natürlich bei uns nicht. Deswegen haben die Schweden dann 50 Kämpfe. Alle sind extrem stark. Keiner will Profi werden, weil dann hat er gar kein Geld mehr. Und dann ist er wieder bei Null. Die haben es natürlich, das gegenteilige Problem. Gell? Die haben, und jetzt kommt bei den Profis, wenn wir uns ehrlich sind, nicht wirklich was nach. Weil nach dem Gustafsson, das war ein Wahnsinnsstart. Die haben so starke Amateure, aber es kommt nicht wirklich was nach. Also ich finde, dass da die Iren jetzt besser drauf sind. Ja? Und das ist leider schade, weil dann bleiben alle dort hängen und lassen sich als Amateur durchfüttern. Was natürlich auch klüger ist für die, aber ja, schauen wir. Aber da tut sich jetzt einiges in Zukunft. Das kann ich definitiv so stehen lassen. Ihr habt uns sehr, sehr viele Infos gegeben. Besonders diese Kooperation Deutschland-Österreich hört sich sehr, sehr gut an. Bin gespannt, was für Antworten es dann dort gibt. Ansonsten bleibt von unserer Seite noch zu sagen, Gratulation zum wirklich schönen Event. Bleibt gesund, macht so weiter und wir freuen uns definitiv auf die Zukunft. Danke euch. Ja, danke vielmals. Danke, dass ihr immer dabei seid. Super. Danke für die jahrelange Kooperation. Danke.